Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich will nicht. Das werde ich unserem Landesvater nicht geben. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Jupp. Hallo? Hast du einen Schluck auf? Nein, ich friere. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Aha. Kann ich mir vorstellen. Aber bitte mach es nicht hier drin. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Du meinst, es ist eine Art Wachstumssymbol oder so etwas? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum ziehst du nicht eine Jacke an? Ich trage einen Mantel, Dummkopf. Ich habe auch diese Decke und friere trotzdem noch. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Schau, wir haben schwer zu tun. Wir können uns das schließlich nicht einfach so aus dem Kopf saugen. Wir müssen darüber nachdenken. Es scheint so, als würdest du über einen Wollpullover nachdenken. Hallo, Tom? Thomas. Können wir einen Artikel reinbringen, dass die Regierung jeden mit Wollpullis versorgen muss? Oh, bitte. Kannst du nicht mit dem Jammern aufhören? Wärst du mit Washington in Valley Forge gewesen dann? Ja, schon gut. Siehst du, womit ich klarkommen muss? Ich muss gehen. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Sieht aus wie ein Martini-Shaker.
Hey, großer langer Mann, mein Name ist Hoagie. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Genau. Jetzt, wo unser Anführer uns mit seiner brillanten Staubsaugeridee inspiriert hat, geht es richtig los. Während wir reden, überdenkt Hancock noch einmal seine einsilbige Unterwäscheanmerkung. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte den Wir-sind-das-Volk-Teil. Das steht nicht in der Erklärung. Moment, das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Bis später dann. Was? Was passiert später? Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Mein Name ist Hoagie. Wie das Butterbrot? Wie drollig. Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Entschuldigung. Ja? Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Entschuldigung. Ja? Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden?